Weißt du was, ich mach's mir mal bequem. Mach's dir mal bequem. Ich nehme mal meinen zweiten Bürostuhl hier hin und leg mal die Beine hoch. So. Richtig alter, fauler Let's Player. Ah. Schön, oder? Echt? Jetzt muss der Jules kommentieren, weißt du? Was er da so macht, ich sehe ja nichts. Ja, ich fange nur Hecht und Esche. Ist er an der falschen Stelle oder was? Nee, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Eigentlich nicht. Und uneigentlich? Nicht. Dann können sie mich am Arsch lecken mit ihrer Winternachtskarpfen. Mitternachtskarpfen. Gib dir mal ein bisschen Mühe, ja? Wir brauchen Geld, ja, Jules. Das sind 400 oder gar 450, da kann man aber was mit machen, doch. Ich gebe mir doch schon Mühe. Ich meine, du hast das in der Hand. Entweder du hast Glück mit deiner Angel oder ich habe Glück mit meinem Messer, wenn ich dir ein Stück Niere rausoperiere, mein Freund. Warum gerade eine Niere? Weil du davon zwei hast. Ach so. Ja. Wenn du also morgen aufwachst in deiner Bade. Ja, also Lungenflügel ist ein bisschen blöd, weißt du? Gerade du als Raucher. Es geht so schlecht mit einem, ne? Ja, ist nicht so geil. Also, wenn dir ein Stück Lunge fehlt, das merkst du schon. So eine Niere nicht. Außerdem, deine Raucherlunge will doch keiner haben. Ja, den will doch keiner haben. Das ist doch das Schlimme. Vielleicht ein Stück Leber. Aber ich befürchte, du in Bayern mit deinem Weißbierkonsum. Da wo meine Leber war, ist jetzt wohl eine Minibar. Ja, aber was für eine. Meine ist auch gerade zu fett. Gestern, ja. Hast du gestern wieder gesoffen? Ich war mal wieder im Biergarten. Frag mal Jules LP, ob er das Haus vom Meister der Schildkröten kennt. Bitte was? Kennst du das Haus vom Meister der Schildkröten? Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Was das für eine Anspielung sein soll. Ja, ich bin da auch weitestgehend raus. Also es geht, ich habe das Haus der Schildkröten renoviert, gerade in Hausflipper. Und das scheint wohl irgendwie ein Verweis auf Dings hier. Silvermond und Sternenfeuer. Ne, wie hießen die? Schreibt's doch mal eben, wer war das nicht? Sailor Moon, das war was anderes, ne? Son Goku war es auch nicht. Irgendwas mit Drache. Ja, diese Anime war ich sowieso nie der Typ dafür. Nicht. Du hast dir Meister Pumuckl und seinen Eder angeguckt. Genau. Oder Kasperl. Genau. Wie lange brauchst du denn noch? Ich habe gerade so ein extrem langweiliges Bild. Ich gebe mir doch Mühe. Hetz mich nicht. Kann ich nicht. Stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Den habe ich ja schon. Schön. Mach jetzt noch drei Würfe und wenn ich keinen habe, dann gibt noch einer fertig. Aber das ist Geld. Ja, verlies Geld, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Dragon Ball war es, richtig. Drachenball, hätte ich ja darauf kommen können. Ich habe ja von Drachen gesprochen. Ich kann ja jetzt nicht da noch eine halbe Stunde lang versuchen, da den scheiß Karpfen zu fangen. Klar, wir sind im Livestream, du kannst das machen, bitte. Du musst halt nur kommentieren, was du dann machst, ne? Gut, das wird auf Dauer auch langweilig. Angel auswerfen, Angel reinholen. Ich meine, wenn es keiner sieht, du kannst ja cheaten. Ich wusste. Wo bist du? Ich bin hier in der Kneipe. Ich sitze hier alleine und guck blöd in die Ecke. Hast du einen gefunden? Ja. Haben wir zwei? Ja. Juhu! Sollen wir uns am schwarzen Brett treffen? Ich muss das noch annehmen. Ja, ich auch. Treffen wir uns am schwarzen Brett. So, es geht weiter. Ich will kommen gleich wieder, nicht abhauen, ne? Ist Harvey im Ding drin? Da, wo ist er? Ja, ich bin hier. Sag mal, bist du doof? Ich geh noch angeln. Jules, was stimmt denn nicht mit dir? Ich weiß es nicht. Guck mal auf die Uhr, bei mir sind 50 Grad. Das ist doch kein Argument. Harvey ist der Arzt. Ja.
Aber das ist Pierre Harvey ist nicht am Saufen, ne? Der war doch vorhin hier irgendwo, ne? Bleibt in seiner Praxis. Aber um die Uhrzeit ist doch zu, oder? Ja, genau, Fussel. Erstmal die Angel auswerfen. Was wollt ihr denn gucken? So, hier wollte ich hin. Ich habe einen rostigen Schlüssel und eine Lupe. Toll. Gott sei Dank bin ich so clever. Gott sei Dank bin ich so ein cleveres Büschchen. Ich sag's dir, Fussel. Weil du den Fisch gefressen hast, oder? Nein, ich hab nur gegessen. Ich hab doch gesehen, wie du den gegessen hast. Ich hab ihn nur clever in meiner Magengegend verstaut. Mhm. So, Harveys Klinik ist von 9 bis Dings geöffnet. 15 Uhr. Alter, will er überhaupt was arbeiten? Ist doch der Arzt. Es gibt auch keine Zwischenfälle in Stardew. Wir haben aber 2 Tage Zeit. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man das heute, ne? Den kriegt ihr nur morgens im Krankenhaus, ne? Ja, ja, der ist ziemlich, deswegen hat man mit dem auch wenig Freundschaft. Okay, dachte da wir, Jules und ich, vom Alter nicht so weit auseinander sind, dass er das auch kennt, aber ist ja auch nicht wirklich schlimm. Ja. Na, du weißt ja, wie das ist, ne? Ich habe halt so die Klassiker geschaut, als Kind. Was das auch immer in seiner Kindheit war. Maya, Mickey Maus. Die Biene und der Willi, ja. Maya! Maya! Mit Erstkaffen, ich bin raus. Gehen wir ins Bett? Ich habe mich gerade wieder bequem hingesetzt, weißt du? Widerlich. Ach, ich sag's euch, sonntagsabends streamen mit dem Fussel, das wird immer schlimmer. Ach. Aber ich habe heute so viel gesessen, ne? Da war ich mal froh. Ich auch. Ach. Unmöglich. Na, ich habe wieder geschnitten und gemacht und so, ne? Weil die Woche ist rum, muss ja schon wieder Neues, weißt du? Ja, gut. Ihr könnt ja ausrechnen, 6x7, wie viele Videos das nächste Woche bedeutet. Bist selber schuld. Ich weiß. Aber man muss die Projekte ja irgendwie abgearbeitet kriegen. Haben wir alles? Dann können wir ja ins Bett gehen. Ich liege im Bett. Seid ihr, für Teufel seid ihr hässlich. So. Fussel liegt auch im Bett. Ja, da hat der Jules aber wieder ordentlich Mayonnaise produziert. Aber meine Hand, ne, die ich nachts gebraucht habe, 100er. Dahin. Ist okay. Und die Fische haben auch ganz gut Geld gebracht. Mhm. Hoffentlich brauchen wir die nicht. Mhm. Brauchen wir fürs Gemeindehaus, brauchen wir eh nur noch einen Fisch. Ja, ja, der kriegen wir aber erstmal mal richtig Geld auf den Tisch gelegt haben, ne? Ja, wir haben doch die 42.000 was. Und dann haben wir gar nichts mehr. Das stimmt. Aber Gelee ist schon wieder fertig, guck. Deine Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Also wir gehen heute auf gar keinen Fall in die Mine. Oh oh, ich habe schon wieder eine Mahnung. Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke sie dir mal eins. Vielleicht hilft dir das, mehr Erz abzubauen oder so. Algensuppe von Clint. Die Klassiker habe ich auch gesehen. Steht halt aber auch auf Animes. Ja, die Mine Bayer, die ist ja alt. Die kennt ja nur, glaube ich. Ja, die ist so mittlerweile. Mittlerweile ist sie doch animiert worden. Ja, wobei mir diese 3D-Geschichten auch gar nicht so gut gefallen. Ich will das eigentlich essen. Finde ich auch nicht. Ich finde ja total schrecklich. Ich meine, so ein 5-jähriges Kind ist doch scheißegal, wenn eine Folge halt am Tag in der Woche 2-mal kommt, oder? Oder sehe ich das falsch? Was? Was? Ja, mit. Ich meine, Biene Maya waren ja jetzt nicht so viele Folgen. Nicht? Ich bin jetzt nicht komplett täuscht. Weiß ich nicht. Also. Aber für was muss ich das animieren? Für was? Ja, vor allem 3D und dann so. Das so wie es ist, wäre cleverer gewesen. Ich habe auch heute einen Vergleich gesehen von den Chipmunks, ne? Die sind ja auch schon irgendwann in den 60ern sind die ja entstanden. Wie die sich mittlerweile verändert haben. Hat überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun. Ich meine, ist ja schön, dass man das kann, aber die Frage ist, muss man alles, was man kann, auch machen, ne? Ja. Man macht Harvey ja auf um 9, ne? Ja, ein paar Minuten hast du. Du kannst noch an der Zitze ziehen. Ja, ich streichel noch mal alle an der Zitze. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was Entscheidendes vergessen. Und was?
Oh, da oben ist Futter, glaube ich. Habe ich denen Futter gegeben? Mal kicken. Mhm. Hast du nicht. Dann mach ich's. Ich wusste, ich habe was vergessen. So, wer tritt den Niklas? Du, Jules? Ja. Hier unten ist so ein komischer Schleimmoppet. Hast du deine Axt eigentlich oder deine Spitzhacke oder so schon nochmal auf Stand gebracht? Wollten wir da nicht irgendwas sowieso machen im Winter? Das Ding meinst du? Naja. Eisen, also ich habe immer noch die komische Steinspitzhacke. Warum? Weil ich's kann. Deine Spitzhacke ist nicht stark genug. Du hast doch schon die Eisenspitzhacke, oder? Ja, habt ihr eigentlich die Notiz auf Opas Schrein mal gelesen? Wie kommt man denn da hin? Warte auf meine Rückkehr zu Beginn des dritten Jahres. Wie, der kommt zurück? Ich dachte, er wäre tot. Scheiße. Oh, das gibt bestimmt Ärger. Was ist das Ding denn hier? Ja, wobei ich das neu animierte Zeug überhaupt nicht mag. Das gezeichnete ist einfach schöner und da kommt mehr rüber. Ja, ne? Das ist so... Finde ich auch. Wir müssen sofort zum Zug. Sofort. Ein Gewächshaus. Wann kriegen wir das? Kriegen nur ein wenig, oder? Das ist doch... Was? Oh, Fussel! Nein, warum tue ich das, ich Trottel? Warum? Fussel! Hau, ich geh zu Harvey. Jemand hat dich ohnmächtig und komplett ramponiert gefunden. Ich musste eine Notfalloperation an dir durchführen. Pass das nächste Mal ein wenig besser auf, okay? Musik bei mir passt gerade so richtig. Der Aufenthalt bei Dr. Harvey hat mich 1000 G gekostet. Scheint, als hätte ich auch zwei Gegenstände aus meinem Rucksack verloren. Krokus und auch nicht die Obsidian-Schneide. Die kannst du auch wieder zurückkaufen. Wo ist denn der Harvey? Harvey! Ich weiß auch nicht. Hat's nicht geheißen 10 Uhr? Willst du nicht mal was arbeiten? Schweine. So, wo ist jetzt Harvey? Ja, der müsste in seiner Praxis sein, hoffe ich. Ja, ist er nicht. Stimmt, macht der Yoga. Ist mir mal schnell ein Plätzchen, ne? Wenn du nicht siehst, ne? Sag's Bescheid. Ja, dann rufe ich laut. Hattest du es nicht mehr ausgehalten und bist deshalb vor den Zug gelaufen? Ja. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich da eingeklemmt werde und dann so viel Schaden bekomme. Wer hätte denn damit ahnen können, weißt du? Und rechnen und... Ja, wow. Das ist... Dass das hier so gefährlich ist, dass die da sowas einbauen, dass man da zermatscht wird. Wo ist denn der Typ? Der Harvey, der ist aber auch ein ganz komischer, oder? Ja. Wo können er noch sein? Nee, der dürfte in seiner Praxis sein. Der, also bei sich da privat, weißt du? Der ist wahrscheinlich in seinem Raum, wo man dann reinkommt. Ja, wie will man sich mit der Kackflöte denn anfreunden? Der ist doch bekloppt, der Typ. Schau mal bei George nach. George ist hier. Warum? Hausbesuch? Warte
Immer George ist rechts oberhalb vor der Ding, ne? Vor der Kneipe. Mhm. Manchmal ja. Nö. Bei Suff Else? Penny? Penny! Penny war gerade draußen mit den Kindern. Ach so. Oh. Shane? Gibt's hier eine Klingel? Notfall! Notfall! Ja. Warten jetzt. Ah ne, geht nicht. Für den Fall, dass er irgendwie um 1 erst rauskommt. Die Zeit nicht weiter, ne? Ne, ne, wir müssen ja immer raus. Das ist ja das Schlimme. Teuer. Mhm. Also manche NPCs sind aber wirklich sehr schwer zu erreichen, finde ich. Haben wir genug Gold? Weiß nicht. Ach Mensch. Oha. Dass er samstags in die Kneipe geht. Ich meine, ich hätte den auch schon mal gesehen irgendwo. Wenn du ihn gefunden hast, sag's Bescheid. In der Kneipe, aber. So. Jules, du musst wirklich mal dich an Bahndamm stellen und ein bisschen Geld verdienen. Echt? Was hast du schon wieder gemacht? Spitzhacke? Warum? Weil ich eine brauche. Ich brauche halt eine Goldspitzhacke. Also er ist immer noch nicht in seinem Laden. Aber wie willst du ihm denn dann so Sachen geben, wenn er nie erreichbar ist, der volle Depp? Dafür hast du ja 2 Wochen Zeit. Nein, du hast ja keine 2 Wochen Zeit. Warst du schon in der Kneipe mal? Aber der ist doch jetzt noch nicht in der Kneipe, der ist doch noch da oben arbeiten. Ist doch nichts los, hier ist nur Gus. Hallo Gus. Hm. Doch scheiße. Also der Typ, weißt du? Da machen wir hier einen auf dicken Fischfang und dann, ne? Dann sollte man den Fisch aber links und rechts um die Ohren schlagen im Töten. So Leute kann ich ja ab, weißt du? Schwarze Brett, ich brauch ganz dringend, sonst werden wir alle sterben. Und dann? Nix. Steht er oberhalb von Sams Haus? Was? Jetzt wieder Sams Haus. Oberhalb von Sams Haus. Wo ist denn jetzt wieder Sam? Du weißt wieder nicht, wo Sam ist, ne? Nee, jetzt steht er nicht. Gibt's denn keine Karte, wo der ist? Karte des Rumtreibers. 15 Uhr, ist verschlossen. Was ist das denn für ein Stiefgehend? Im Museum ist er auch ab und zu. Na toll. Da ist er doch. Harvey, warte. Was denn? Hier, läuft da rum. Greif ihn dir. Nicht für LP anbieten. Oh, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Ja. So. Der war fast wieder auf altem Stand. Fast. Fast.
Also war er im Museum. Na toll, während der Arbeitszeit, weißt du? Das ist ja ein Rumtreiber. Ey, du. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Meinst du mich? Nee. Die mit dem Schaffell, wo ich drunter rutschen darf. Weißt du? So. Ja, Jules, ich habe hier die Frauen auf meiner Seite, ne? Da siehst du mal wieder. Fährt der Pi, du, der alte. Maschine, ey. Alte Hecht. Und ich muss wieder die Arbeit am Hof machen. Typisch. Tja. So ist das. Der eine ist der Checker, der andere muss an den Kühen schrauben. Immer das Gleiche mit dir. Wieso mit mir? Jules hat keine Zeit, er muss ja immer angeln. Was heißt muss? Das sag's mal, so wie es ist. Er will das ja, weißt du? Er steht da ja drauf. Was hab ich denn da noch? Eisenerz. Eisene Quarz. Quarz. Zwischen Quarz. Quarz. So. Habe ich noch ein bisschen Lehm gefunden, weißt du? Musst du nicht finden, die kriege ich immer geschenkt. Ja. Jetzt gucke ich mal, war das bei der Abenteurer-Gilde oder wo kriege ich mein Schwert zurück? Bei der Gilde, glaube ich, ja. Super, schon wieder Geld ausgeben. Ja, ja. So, ich muss noch etliches an Schleim töten. Wir müssen auch mal tatsächlich wieder ein bisschen in die Höhle, ne? Ja. Aber dafür brauche ich erstmal mein Schwert zurück. Ich habe ein Kauhölzchen gefunden. Oh. Niklas, geh ins Bett. Prähistorische Handaxt. Oh, die ist für Gunther. Sind wesentlich weniger als ein neues Schwert. Das sehe ich doch auch so. Jules? Ja? Möchtest du mal hier zu den Minen kommen? Wieso? Hier sind so, also hier auf dem, wo bin ich jetzt wieder hingegangen? Auf dem Schlachtfeld, ne? Steinbruch, genau. Da sind zwei Sachen, die könnten Geld bringen, aber ich habe ja keine Spitzhacke. Nur mal eben zwei Sachen wegbaggern. Du kannst ja mit dem Zug fahren, weißt du? Aber der Abenteuergilde da drüben, ne? Genau, Steinbruch heißt das Ding. Wenn du mit Minenkarren kommst. Ich war schon in der Nähe. Nähe. So. Hier ist was und da ist was. Gold und Kupfer. Golderz. Sehr gut. Kupfererz. Perfekt. Noch irgendwas? So, ne, das war alles, glaube ich. Bushaltestelle, wir können mal eben hier gucken. Ist hier irgendwas? Ne. Meine Krokus, den können sie behalten. Den brauche ich nicht wieder hergestellt, aber. Den Schwert wäre ja schon mal nicht schlecht, weißt du? Ein Schwert? Ja, dass ich mein Schwert zurückkriege. So, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Mach das, ich muss noch ein bisschen sortieren. So, das kommt hier rein, das und das. Und das müssen wir morgen abgeben. Und das ist, glaube ich, hierfür da und da. So, was haben wir denn? Käse. Ach, da halte ich mich besser mal raus, oder? Das haben wir alles gemacht. Hier haben wir alles gemacht. Alles klar, dann kann ich auch ins Bett und mich ein bisschen ausruhen. Eben, das war ein anstrengender Tag heute. Ja, ich habe auch ein paar Narben auf dem Rücken, weißt du, da... Die Trittstufen von dem... Hat der eigentlich was fallen lassen, der Zug? Ich habe ja nichts mitgekriegt. Hofarbeitsstufe. Nee. Neu. Also ich bin auch noch gestorben für nix. Ja. Vergesst nicht, morgen die Stechpalmen zu verkaufen. Welche Stechpalmen? Stechpalmen? Weiß auch nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, wir müssten um 12 Uhr müssten wir... Gott sei dir hässlich. Um 12 Uhr war auch irgendwas, ne? Grüß dich, ich bin's, die Königin der Soßen. Preiselbeersüßigkeit, hier ein Rezept, das Spaß macht, mit dem du das ganze neue Jahr feiern kannst. Preiselbeeren sind an sich ziemlich bitter, aber tauche sie in ein Bad aus Zucker und sie schmecken wie die Tränen eines Engels. Hier wie folgt vor, du hast gelernt, wie man Preiselbeersüßigkeit macht. Die ihr gesammelt habt und die man nicht gebrauchen kann. Oh, ich habe eine Mahnung. Es gibt nichts Besseres, als mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten zu kochen. Ich habe ein Rezept beigelegt, um dir dabei zu helfen. Pass auf dich aus, pass die Nackensuppe. Oh, ich habe noch eine Mahnung. Habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Danke. Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die nimmt die Kohle und sagt, nee, habe ich nie gefunden. Streicht sich die auch noch ein. Sind das nicht ein bisschen wenig Eier hier, meine Lieben? Denkt euch mal ein wenig an. Das ist fürchterlich. Wie wenig die uns liefern an Ressourcen. So werden wir nie reich. Echt wei. So. Jetzt aber mal langsam. Welche Stechpalmen? Und welche davon sollen wir jetzt nehmen? Gold? Silber oder gar kein nix? Und wo sollen wir die abgeben? Alle. Was sollen wir damit jetzt machen? Habe ich wieder irgendwas vergessen? Wo sind überhaupt Stechpalmen? Ja, das sind die roten Dinger da oben. Warum müssen wir die heute verkaufen? Was ist so besonders? Kann ich die nicht auch morgen verkaufen? Am ersten Frühlingstag? Oder sind die da nichts wert? Wäre typisch. Hast du dich schon um deine Kühe gekümmert? Ja. Ich meine, wir können die verkaufen, da habe ich kein Problem mit. Ich brauche die ja nicht. Also du meinst alle verkaufen, ja? Du kannst die verkaufen, wann du willst, nur nicht vergessen. Ach so. Ja gut, hier, komm, das sind 10, 12 und 21. Kann ich, die soll ich wirklich hier reinschmeißen? Also du meinst, ich soll die da reinwerfen, ja? Man braucht sie zu nichts. Ja, ja, gut, okay. Ich dachte, das wäre was Besonderes. So. Außerdem kann man außer Stecher. Wird nur zum Geld verdienen im Winter. Ja, das machen wir. Da bin ich immer für zu haben. So, wir hatten doch. Warte mal, wo sind sie denn? Sammlungen hier. Haben wir das schon? Hat Mani schon offen? Das hatten wir schon. Das ist was anderes. Ich habe mir von Mama eine Halskette geliehen, aber sie ist irgendwo in der Nähe des Badehauses verloren gegangen. Sie wird ausflippen, wenn sie merkt, dass sie fehlt. Ja. Meerjungfrau-Show, alles klar. Ich habe hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Wir müssen den Luxusstall bauen. 12 Uhr mittags, pünktlich. Letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Das hatte ich noch im Kopf, weißt du? Ich hab Kupfer gefunden, ich bin reich. Halli, fress in die Glas. Ist ja schon wieder laut. Naja. So, komm, dann gehen wir jetzt mal Spielplatz. Wobei. Fussel und ich kommen gleich wieder. Wieso machst du schon wieder Pause? Ich hab gestoppt. Ich mach jetzt eine Pause, ja. Wie, du lässt mir die Zeit gestoppt? Ich muss aber nur bis 12 Uhr, mein Freund. Achso, dann warte ich nur bis 12 Uhr. Warte mal. Der Schmied hat geöffnet um 9, das Museum hat geöffnet um 8. Die hat was um 8 Uhr auf? Hi. Krieg ich das hin in einer Stunde? Nee, komm, das ist mir zu knapp. Nee, das ist mir zu knapp.
So, hier ist der Spielplatz. Busch überm Spielplatz, pünktlich um 12. Ist auch richtig, ne? Da stand Busch überm Spielplatz, ne? Weiß ich nicht. 12 Uhr mittags, pünktlich. Letzter Tag der Saison. Das wäre ja jetzt.